Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal möchte ich wieder eine neue Serie starten, und zwar eine Serie zu Java FX. In diesem Video geht es erstmal darum, was ist Java FX und was müsst ihr können, um diese Serie verfolgen zu können. Java FX ist, wie schon im Namen steht, eine Bibliothek, könnte man sagen, für Java, die dafür da ist, grafische Oberflächen zu bauen für den Desktop. Hauptsächlich. Und ja, das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Texteditoren, aber auch irgendwelche Programme mit wie Tabellenkalkulation oder Textverarbeitung oder so. Sowas kann man da alles theoretisch mitmachen, wenn man da genug Lust und Zeit zu hat. Und in diesem Kurs soll einfach gezeigt werden, wie Java FX so aufgebaut ist, wie es funktioniert, was vor allem vielleicht die Unterschiede zu anderen Grafikbibliotheken sind. Und dann geht es noch darum, wie man am besten die Funktion des Programms und die Oberfläche des Programms voneinander trennen kann. Das ist nämlich in JavaFX sehr gut möglich. Und ja, um diesen Kurs mitmachen zu können, solltet ihr Grundkenntnisse in Java haben, die bis zu Vererbung bzw. Extents und Implements reichen. Wissen zu Enums wäre auch nicht schlecht, aber ist nicht unbedingt notwendig. Und ja, daher gehe ich auch davon aus, dass jeder einen entsprechenden Java-Editor installiert hat und auch die Entwicklungstools für Java, also das JDK. Das solltet ihr, wenn ihr das nicht auf der aktuellen Version habt, bitte aktualisieren, weil ja, wenn ihr das nicht auf der aktuellen Version habt, kann es sein, dass JavaFX dann noch nicht drin ist. Und ja, gut, dann war es das mit diesem Ankündigungsvideo und bis zum nächsten Mal.